Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal mit einem Spiel von 1999, Need for Speed 4, in Deutschland brennender Asphalt. Kam 1999 auf den Markt, im Juni, um genau zu sein, und war damals noch für die Ausgaben Windows 95 bzw. 98. Ist ein sehr schönes Spiel. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich in meiner Spielekiste gekramt habe und dachte, oh, lass uns doch mal ein Let's Play darüber machen. Ja, da fangen wir auch gleich an. Ich werde mir jetzt den ersten Wagen kaufen. Noch mit der alten, mit der guten alten D-Mark bezahlen, wie man hier unschwer erkennen kann. Das machen wir jetzt auch sofort. Ich kaufe mir diesen Wagen, den BMW Z3 ist das, glaube ich. Ist das irgendwo? Ach ja, da. BMW Z3. Den kaufe ich mir jetzt. So. Und werde dann auch gleich mal den Kurs beginnen. Das ist der Karrieremodus. Im Karrieremodus muss man verschiedene Aufgaben erfüllen. Hier steht zurzeit nur die European Tour drin. Da kommen im Verlauf des Spiels, wenn man dann diese Aufgaben erfüllt hat, noch mehrere dazu. Man kann erster, zweiter oder dritter werden. Dann kommt man weiter. Wenn man vierter, fünfter oder schlechter wird, muss man diese Strecken nochmal fahren, bis man entweder erster, zweiter oder dritter geworden ist und kann dann weitergehen. Natürlich ist das Ziel immer erster zu werden. So, fangen wir mit dem ersten Kurs an. Ist ein Drei-Strecken-Turnier und besteht aus den Strecken Celtic Ruins, Landstraße, was sich wohl auf Deutschland bezieht, und Guadonf, was wohl sich auf Frankreich bezieht. Celtic Ruins, vermute ich mal, ist eine Straße in England. So, die Teilnahmegebühr ist 0. Dafür kann man als erster 8750 D-Mark gewinnen. Das Geld wird auch gebraucht, um das Auto zu reparieren, beziehungsweise später, um das Auto auszubauen. So, wir fangen gleich mal an. Ich finde das Spiel wirklich sehr interessant. Dafür, dass es von 1999 ist, hat es eine sehr gute Grafik und macht eigentlich richtig viel Spaß beim Fahren. Das Spiel lädt jetzt. So, man fängt grundsätzlich, wenn man so einen Kurs beginnt, an letzter Position an, dann muss ich nach vorne kämpfen. Los! Dann wollen wir mal Gas geben. Dauert ein bisschen, bis man Anschluss an die Gruppe gefunden hat. Und dann auch noch gut vorbeizukommen. Ups. So, das ist das Gegenteil von gut gewesen. Jetzt wisst ihr, was ihr nicht machen dürft. Ich versuche aus dem Staub rauszukommen, damit ich die Strecke sehen kann. Den haben wir dann schon mal abgehängt. Und den nächsten Bus werden. Langsamer wird die Gruppe, ist doch ziemlich eng hier. Nochmal gleich eine Gruppe hinterher. Aber das hat doch ganz gut geklappt. Also von Simulation kann hier natürlich keine Rede sein. Es ist an sich ein Arcade-Spiel. Macht aber doch wirklich tierisch viel Spaß. Die Grafik ist, wie man sieht, wirklich sehr gut gelungen. Auch die Streckenführung ist sehr interessant. Wir rasen jetzt hier auf eine Brücke zu. Auf dieser Brücke macht man einen kleinen Sprung. Zack, erledigt. Kommt noch ein kleines, naja, Waldstück würde ich es jetzt nicht nennen, aber von Bäumen umstellte Straße, die etwas schwierig zu durchqueren ist. Hier wirklich vom Gas runter, rechts-links-Kombination, ein bisschen schleudern und dann den Berg hier wieder nach oben rasen. Und dann kommt man nach dieser Rechtskurve wieder auf Startziel und muss diesen Kurs dann noch einmal durchfahren. So, als erster vorne ist natürlich nicht schlecht, da man keine
aufgewirbelten Staub ins Gesicht bekommt, sozusagen. Man hat also freie Sicht auf die Strecke. Diese ersten drei Strecken sind naturgemäß noch ziemlich einfach. Später kommen dann doch schwierigere Strecken. Dazu, zum Teil mit Eis und Schnee, hat man dann zu kämpfen und sich durch Berge zu rennen zu liefern. So, einmal hier vom Gas runter und in der Kurve rumschlittern. Die nächste Kurve auch wieder ein bisschen Gas weg und dann kommt man durch. Sehr schön sind später auch, wenn ich dann etwas weiter im Karrieremodus fortgeschritten bin, die Nachtrennen. Sollte man sich da die Lampen kaputt fahren, fährt man wirklich im Dunkeln rum, was das Ganze sehr schwierig macht. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal diese Strecke hinter mich bringen. Sprung, jawohl. Ein kleines Stück, dann haben wir es geschafft hier. Dann haben wir den ersten Kurs erfolgreich hinter uns gebracht, beziehungsweise die erste Strecke des ersten Kurses. Ziel. Beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. So, dann warten wir jetzt auf die anderen. Achso, okay. Es geht gleich weiter. Mit der Taste drücken, um fortzufahren. Das machen wir auch. Gucken wir mal kurz, wie viel Schaden ich in meinem Fahrzeug verursacht habe. Aus 77 D-Mark. 77 D-Mark ist nicht ganz so viel. Reparieren wir auch gleich. Gehen zurück und werden sofort die nächste Strecke in Angriff nehmen, das ist Landstraße. Da ich das Rennen nun gerade gewonnen habe, werde ich das als erster beginnen. Bei dem nächsten Kurs, also Kurs Nummer 2, werde ich dann wieder auch von der 8. Position oder 6. Position, also jedenfalls ganz hinten beginnen. Aber da ich jetzt dieses Rennen gewonnen habe, werde ich vorne stehen. So. Los. Wichtig ist, nicht ganz zu früh Gas zu geben, weil der Wagen ansonsten auf der Straße sozusagen kleben bleibt. Also man muss zur richtigen Zeit Gas geben, dann fährt er auch ziemlich gut los. Diese Strecke ist Strecken in Deutschland nachempfunden, was man auch unschwer an den Schildern gleich erkennen kann. Der anspruchsvolle Teil der Strecke ist kurz vor Start und Ziel. Da muss man durch einen Tunnel fahren, der in der Mitte durch Betonpfeiler begrenzt ist. Und wenn man in den Tunnel zu schnell reinfährt, dann kann es durchaus passieren, dass man an diesen Betonpfeilern nicht vorbeikommt. Was den anderen natürlich dann wieder einen Vorsprung verschafft, und das will man natürlich nicht. Hier, das ist so ein Schild, unschwer zu erkennen, dass es Deutschland sein soll. Jetzt habe ich etwas übersteuert, weil ich auf das Schild geguckt habe, statt auf die Straße. Das sollte man vielleicht nicht tun. Strecken liebevoll gemacht, und wenn es die Möglichkeit gäbe, das Ganze im VR-Modus zu spielen, würde ich das auch glatt tun. Das würde garantiert noch viel mehr Spaß machen. Ich habe das Internet mal durchforstet, aber leider nichts gefunden darüber. Vielleicht kommt ja mal einer auf die Idee, dafür ein VR-Patch zu schreiben. So, jetzt sind wir nicht mehr allzu weit weg von der Stelle, die ich meinte mit dem Tunnel. Auch hier muss man etwas vom Gas gehen und dann noch rum. Geht es ein kleines Stück nach oben, dann geht es steil runter ins Tal und man fährt dann auf diesen Tunnel eben zu. Jetzt geht es runter. Und ich glaube, eine Rechts-Links-Kombination, und man fährt dann in den Tunnel rein. Da ist es. Und links hinein. Die linke Seite ist naturgemäß die kürzere Strecke. Man muss da echt aufpassen, dass man nicht von der eigenen Geschwindigkeit nach außen getragen wird. So, jetzt hier mal rechts rum und dann durch Start und Ziel und dann noch eine Runde. Letzte Runde.
Nitro Speed 4 Brennendasphalt ist ein altes Spiel, wie ich schon gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz macht es immer noch wirklich Spaß, sich hinter das Lenkrad zu setzen und hier Gas zu geben. Obwohl ich hier jetzt mal gerade den Gas geben muss. Ein bisschen runterbremsen, dann hier ordentlich durch den Ort durchzukommen. Wochenmarkt. So. Auf die Strecke konzentrieren. Eine weite Rechtskurve. Kurz anbremsen zu Beginn und dann mit Vollgas durch. Einmal noch durch den Tunnel und hoffen, dass man unbeschadet durch den Tunnel kommt. Dann ist mir hier der Sieg gewiss. Wieder die linke Seite anfahren. Vorsichtiger, etwas vorsichtiger durch den Tunnel. Letzter und vorbei. Rechtskombination, nein, Rechtskurve. Etwas runter, Gas geben. Und das ist gewonnen. Ihre beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Leeres zu drücken. Und die letzte Strecke Rue Adams. Gucken wir mal vorher nochmal, was an Reparaturen zu machen ist. Oh, keine Reparaturen, das ist gut. Dann nehmen wir gleich die nächste Strecke in Angriff. Rue Adams führt durch Gebirge durch. Und man muss sich durch enge Straßen in einem Örtchen durchquetschen. Drei, zwei, eins, los! Jetzt habe ich zu früh Gas gegeben. So komme ich schlechter weg. Das war etwas zu früh. Voll durch den Ort. Sehr nah an den Häusern entlang. Und auch noch über Kopfsteinpflaster. Jetzt sind wir gleich raus. Und jetzt können wir den schönen Ausblick hier genießen. Nicht allzu lange, da ich mich wieder auf die Strecke konzentrieren muss. Sprung. Dann fährt man unter diesem gewaltigen Massiv hindurch. Schön diese Böden. Ja. Jetzt fährt man wieder runter ins Tal. Eine Flachstelle. Und dann kommt man an diese steile Stelle, bei der man einen Sprung machen muss. Dann ein Stück durch einen Wald hindurch gleich, wenn man unter dieser Steinbrücke durch ist. Rechtskurve. Linkskurve. Und hinein ins Wäldchen. Kurz vor Start und Ziel eine Rechtskurve noch und eine Linkskurve. Und dann hat man Start und Ziel vor sich. Dann geht es noch einmal durch den Ort. Das ist die letzte Runde. Man kommt natürlich jetzt mit sehr viel mehr Speed hier an. Man muss also etwas vorsichtiger in den Ort reinfahren. Yeah.
geht's wieder bergab Richtung Tal. Etwas weit rausgetragen. Jetzt kommt gleich diese Steilstelle wieder. Da ist hier mit Sprung. Ich gehe immer gern vom Gas, bevor der Sprung kommt, damit die Räder beim Aufsetzen nicht durchdrehen und man dann eventuell von der Strecke fliegen kann. So, wieder in das Wäldchen hinein. Da sind wir durch. Und Richtung Ziel. Das ist gewonnen. Ihre beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. So, damit hätten wir den Kurs 1 mit 90 Punkten abgeschlossen. Glückwunsch! Sie haben und diesen Kurs erfolgreich dafür abgeschlossen. Eine Goldmedaille. Sie haben die Goldmedaille geholt. Und einen Betrag von 8.750 D-Mark gewonnen. So. Weiter zum nächsten Kurs. Ist dann im nächsten Let's Play. Da werde ich dann diese Strecken vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.